Ich muss eine Sache zugeben, was ich beim Poetry Slam wirklich nicht besonders gut kann, sind Anmoderationen meiner Texte. Aber die Anmoderation beim Poetry Slam in Riedberg vor einigen Tagen zu meinem neuen Text Kurt, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und deshalb könnt ihr euch die jetzt anschauen und danach erzähle ich ein bisschen was zum Text und was das mit einer Zeichnung zu tun hat. Los geht's! Ich habe einen Text mitgebracht über Heimat, weil das ein Wort ist, das wir den bösen Menschen wieder wegnehmen müssen. Und der Text heißt Kurt. Im vergangenen Herbst ist meine Graphic Novel Großväterland erschienen. Darüber habe ich genug gesagt, darüber habe ich genug geschrieben. Ich habe sogar ein Video gemacht. Könnt ihr oben draufklicken, dann könnt ihr das sehen. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass es eine Geschichte gibt, eine Lebensgeschichte, die mich im Wesentlichen dazu inspiriert hat, Großväterland zu machen. Das ist die Geschichte meines Stiefschwiegeropas Kurt. Die Geschichte von Kurt ist nicht in der Graphic Novel. Das hat andere Gründe, verschiedene Gründe, die hier nicht hingehören. Wenn ich über die Geschichte von Kurt nachgedacht habe, dann habe ich gedacht, dass wir die Geschichte unserer Großväter nochmal erzählen müssen, weil da auch einfach noch einiges drinsteckt. Und das hat mich halt angetrieben, das hat mich halt zu einigen Gesprächen geführt und daraus ist dann, das jetzt auszuführen wäre, würde zu weit gehen, aber daraus ist dann Großväterland erschienen. Umso trauriger war ich, als Kurt dann im vergangenen Herbst gestorben ist, mit 94 Jahren, umso trauriger war ich, dass ich zur Beerdigung nicht da sein konnte, weil ich zu dem Zeitpunkt in meinem Alleinurlaub in England war. Und wer mir auf Facebook folgt oder auf anderen Kanälen, der wird sich eventuell an dieses Foto erinnern, das ich aus Birmingham gepostet habe, an dem Morgen, an dem die Beerdigung war. Umso mehr habe ich mich aber gefreut, dass nach der Beerdigung mich die Familie angesprochen hat und gefragt hat, ob ich Lust hätte und Zeit hätte, eine Zeichnung zu machen für die Dankeskarte, die alle Menschen bekommen, die ihre Trauer bekundet haben. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt und die Idee für das Motiv war schnell gefunden. Und zwar gibt es in Ostpreußen einen See, an dem der Kurt als junger Mann immer zum Angeln war, weil Angeln war seine große Passion. Und daraus ist dann eine Zeichnung entstanden. Und dennoch hat mich danach auch die Geschichte vom Kurt immer noch nicht losgelassen. Und als ich dann vor einiger Zeit, nachdem der ganze Stress mit der Graphic Novel vorbei war und die Arbeit im Büro soweit alles im Griff war, nach 5 Jahren Aufbau, hatte ich dann Bock, mal wieder zu schreiben und mal wieder Poetry Slam zu machen. Und wie das so ist, Ideen entstehen, weil ihre Zeit da ist, habe ich dann einen Text geschrieben mit dem Titel Kurt. Und dann habe ich den Text vor einigen Tagen beim Slam in Riedberg vorgetragen. Und das hat gut geklappt und das hat mir viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass der Text auch genauso angekommen ist, wie er ankommen sollte. Und deshalb ist mir folgende Idee gekommen. Ich lese den Text vor, den Text Kurt, und parallel lasse ich den Zeichenprozess der Zeichnung laufen, weil den habe ich damals in weiser Voraussicht mitgefilmt. Und dann könnt ihr euch den Text anhören und zuschauen, wie die Zeichnung entsteht. Und dann am Ende des Videos könnt ihr dann gerne hier in die Anmerkungen reinschreiben, was ihr darüber denkt, wie euch das gefallen hat. Ihr könnt Fragen dazu stellen, ihr könnt den Kanal abonnieren, Daumen hoch, Daumen runter. Ihr kennt das ganze Prozedere und das war's auch schon. Und jetzt geht's auch schon los. Ich weiß nicht viel von Kurt. Ich weiß, dass ich ihn das erste Mal an seinem 80. Geburtstag traf und ich war 30. Er bekam viele Glückwünsche und eine Ehrennadel vom Angelverein. Das ist an dem Tag, an dem ich den Text schreibe, 15 Jahre Vergangenheit. Und Vergangenheit ist das, in dem die Geschichten passiert sind, die wir uns erzählen können, Baby. Und das tun sie. Gratulieren, Hände drücken und Geschichten erzählen. Und mit jeder Geschichte fühle ich mich fremder und das, was ich nicht weiß von Kurt, wird größer. Heute bin ich 45, Kurt wäre 95. Doch die Ehrennadel liegt mit den Geschichten, Baby, tief vergraben auf einem Friedhof. Ich weiß nicht viel von Kurt. Ich weiß, dass wir ihn und seine Frau, meine Stiefschwiegeroma, manchmal in ihrem neuer Heimat 50er-Jahre-Haus besuchten. Am Ende eines Weges. Das wäre ein schönes Bild, wenn einer 95 wird. Und doch ist es wirklich. Am Ende einer Straße, so wahr wie der Geruch von Holz und Teppich und dem süßen Muff eines langen Lebens in diesen Häusern. Kurt saß dann da in seinem Sessel. Er reichte uns zur Begrüßung seine riesige Hand und sagte nie viel. Mit Worten. Dennoch sah er uns unentwegt an. Mit einem Blick, der lauter war als jedes Wort. Während ich still über ihn hinwegsah, auf ein Porträt an der Wand, auf dem er war, ein Junge noch, so jung, wie wir schon längst nicht mehr waren, in der Uniform einer ganzen Generation und mit den leuchtenden Augen von Männern,
denen man die Welt versprochen und eine eiserne Zukunft vorausgesagt hatte. Ich weiß nicht viel von Kurt, nur dass man ihn fortnahm von dort, was für ihn Heimat war. Von einem Hof in einem Dorf, aus seinem Wald und hinter dem Wald einen See zum Angeln. Aus einem Land, in dem in Kinderliedern im Sommer Väter in den Krieg ziehen und Maikäfer fliegen, bevor alles abbrennt. Zuerst die Höfe, dann die Wälder und hinterher die Zukunft. Entfacht von einem Feuer, das die Brandstifter in ihnen entzündeten, damit ihre Flamme die Welt ergreift. Lügenflüsterer, Herrenmenschen, die wie ungebetene Gäste zuerst in dein Haus und dann in dein Herz eindringen und beides plündern, bis nichts mehr übrig ist, außer nichts. Nichts bis auf verbrannte Erde und der Asche von Millionen Seelen, in einem schwarzen Regen herabfallend, unter sich Landstriche und Seen, Heimat begraben, die nicht mehr sein durfte. Ich weiß nicht viel von Kurt, nur dass er in Norwegen war und noch irgendwo. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, das zweite alles andere. Ein Grauen, das dich erst am Körper verletzt, bevor es wie ein stumpfes Messer immer tiefer in dich hineingetrieben wird. Lebenslinien verletzend bis dorthin, wo nur du bist. Grauen, das für den Rest deines Lebens hinter den Türen lauert, die du verzweifelt versuchst zu verschließen. Ich weiß nicht viel von Kurt, nur dass er es da rausgeschafft hat. Mit nichts als sich selbst, und wenn man im Krieg war und Menschen getötet hat und Menschen hat verderben sehen, ist das vermutlich nicht viel. Heraus, weit fort, hierher. An diesen Ort, an dem man seine Sprache sprach, aber ihn doch zuerst nicht verstand. Und ich glaube, noch schlimmer als etwas zu verlieren, ist es, etwas zurückzulassen. Ganz genau wissen, dass es überhaupt nicht fort, sondern immer noch dort ist. An einem Ort, an dem man sich vermisst und das, was man dort einmal Leben genannt hat, niemals wieder so sein kann. Dass man nun woanders fortsetzen soll, muss, alleine. Weil es nicht anders geht, als ob es einfach so ginge, als ob einem jemand den Unterschied zwischen Fernweh und Heimweh erklären kann, wenn das ab dann für dich ein oder dasselbe ist. Weil beides doch einen Ort meint, von dem einen Entfernungen trennen, in Wegen und in der Seele. Ich weiß nicht viel von Kurt, aber ich weiß, dass in der Ecke seines Gartens ein Baum steht. Stolz und mächtig gewachsen aus einer einzelnen Frucht. Nur, dass das gar kein Baum ist, sondern dass dieser Baum für Kurt ein ganzer Wald war. Sein ganzer Wald. Und das geht, dass ein einzelner Baum ein ganzer Wald ist. Genauso wie der Blick eines einzelnen Mannes der Blick einer ganzen Generation von Männern sein kann, die man zuerst belogen und dann verraten, dann der Zerstörung und schließlich der Stille überlassen hatte. Vielleicht hätte ich einfach mal nicht auf den Jungen in der Uniform, sondern auf den Mann im Sessel schauen sollen. Ich weiß nicht viel von dir, aber ich weiß, dass du montags in einem Wald von Menschen stehst, den man vor lauter Unmenschlichkeit nicht mehr sehen kann, der wieder von einer eisernen Zukunft predigt, Lügenpresse ruft und Flüchtlinge raus, aber ich bin so traurig, meint, oder ich habe Angst vor der Zukunft. Du sagst, sie komm her, um uns etwas wegzunehmen. Jene, die schon wieder mehr verloren haben, als sie dir jemals werden nehmen können. Und gar nichts ist aus Eisen, sondern alles nur ein großes Loch Scheiße, in das wir hineinstarren auf tausende arme Seelen, umhertreiben, tot auf den Wellen oder lebend in den Wogen eines neuen Kriegs. Denn wir alle wissen nicht viel von Said und Fatima, Mohammed und Hadil, meist nicht einmal ihre Namen. Wir wissen nicht, wie viele Wälder sie zurücklassen mussten und Heimat, Liebe, Leben, Zukunft. Von wo sie vertrieben und wohin getrieben wurden. Von Brandstiftern und Herrenmenschen, vom Feuer und vom Krieg. Wir kennen ihre Wunden nicht und wie sehr die Narben brennen, wenn der Wind umschlägt. Aber wir können ihnen einen kleinen Fleck Erde geben. Am Ende einer Straße, eines Weges, wahrhaftig. In der Ecke eines Gartens, an dem sie eine Frucht pflanzen können, aus dem ein Baum wird, in dem sie lauter Wälder sehen. Und einen Platz, an den sie ihren Sessel stellen können und still und leise sein dürfen. Im Tosen einer wahnsinnig gewordenen Welt. Eine neue Heimat, ein Zuhause, in Frieden, wie Salama.